Am nächsten Tag und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Sonne und Mond. Wir haben den Kampf gegen Symmetra hinter uns bringen können und wir wollten uns schlafen legen, ausruhen, auf den nächsten Tag vorbereiten. Und Pia sagt schon, Lilly wartet auf uns draußen. Und guck mal einer an, was für eine Überraschung. Das soll Lilly sein? Die hat einfach mal so über Nacht ihr kompletten Wesenszug geändert. Neues Outfit, neue Einstellung, immer noch die gleichen großen grünen Augen. Und sie lacht uns an mit ihrem Zöpfchen. Voller Tatendrang. Und es ist sogar hell draußen. Ja, mittlerweile ist es so früh am Morgen bei mir, dass ich nicht nur nachts spiele. Wo die sagen, habe ich im Malir City gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Na und wie, Puppe? Wirklich, TCO, vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten zum Beispiel. Ich wäre gerne so wie du. Ich wäre gerne stark genug, mich jeder Prüfung zu stellen. Ja, krieg schon hin. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganze eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch die passende Pose. Ich mach mal hier die Arme so hier und haja, hallo und Z-Kraft. Ja, das bin ich. Hihihihi. Und was sagst du? Ach, hier steckt ja also wieder Flausen im Kopf. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Hier. Na, eine Mondflöte. Ja, wer sich schon denken kann, die andere Edition hat natürlich eine Sonnenflöte. Anscheinend muss man sie im Schein des Mondes spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Er klingt bald zusammen, soll dadurch, dass legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Na, ich weiß nicht. Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Oh, ein Meisterball. Die Frage ist, für was sollte ich genau diesen Meisterball aufbewahren? Weil damit kriegen wir zu 100% ein Pokémon. Was hast du jetzt vor, Gladio? Fragt Lilly. Naja, Merda, Paradies. Wieder für Ordnung sorgen, was denn sonst? Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich hier wohl erstmal fest. Wieso? Muss doch gar nicht. Wieso? Der hängt doch hier gar nicht fest. Der kann doch genauso frei entscheiden, hier abzuhauen wie alle anderen. Ist ja seine eigene Entscheidung, hier für Ordnung zu sorgen. Also, aber festhängen halte ich ein bisschen für übertrieben. Naja, Tali ist auch da. Hey, wow, Lilly, du siehst ja voll super aus. Echt klasse. Willst du auf dem Deck mit mir? Ja, mach ich. Sofort, ich werde alles geben. Und dann mache ich meine eigene Interpretation der Z-Kraft. Oh, das wäre prima. Interessiert mich nicht. Komm, geh einfach nur mit mir aus und halt's Maul. Ja. Ich habe übrigens auch beschlossen, alles zu geben. Ja, echt mal, ohne Witzsätze. Ich meine, ständig greifen mir TCO und sein Team unter die Arme. Das geht überhaupt nicht. Ich muss es schaffen, meine Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Jawohl, sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemand ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe noch nicht mal Lolas Prüfung bestanden. Ist das nicht witzig? Ja, ich weiß, Riesenwitz. Ich habe noch so viel aufzuholen. Es tut mir leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten mit hineingezogen wurdet. Tja. Ja, da sagst du was. Aber sowas halt immer an die Alltage. Solange ihr in der Nähe seid, ist alles schick. Wenn das alles hier vorbei ist, werden wir eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Wow, wer weiß, vielleicht erwarten mich ja noch andere, größere Abenteuer. Ich bin so gespannt drauf. Ich muss nur hart trainieren. Ach, Alter, der Typ nervt. Naja, unsere Mutter hat ebenfalls ein Faible für das Extravagante. Ja, Tali, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Das habe ich jetzt bei immer an meiner Seite. Sehr schön. Naja, okay. Ich werde euch nur noch bis zur nächsten Insel begleiten, okay? Ich warte an der Anlegestelle. Also dann TC, los, nehmen wir zusammen und zeigen allen, was wir drauf haben. Juhu, ich bin voll Tatendrang. Auf geht's, los geht's, 3 Tage wach. Ja, und damit stürmt Lilly auch schon mal nach vorne. Bevor wir aber nach unten gehen, in die neue Region Pony Island, hier noch ein paar Items, die wir mitnehmen sollten, weil die konnten wir vorher nicht abgrasen. Auf der rechten Seite ist nochmal ein Hypertrank, auf der linken Seite ein Hyperheiler. Also wer darauf verzichten kann, muss es nicht holen, aber damit haben wir es zumindest komplettiert. Gladio fragt, ob wir bereit sind. Ja, gehen wir, TC. Es gibt keinen Zurück mehr. Oh, doch, es gibt ihn zurück. Weil ich muss ja deine Mutti nicht befreien. Ich habe nur eine einzige Aufgabe, das ist die Inselprüfung. Die hat oberste Priorität. Nein, natürlich werden wir dir helfen, der kleinen Lilly. Und wir wollen ja auch wissen, was es mit der Mutter auf sich hat, was es mit den Ultraforten auf sich hat. Das nächste Ziel ist ganz klar, wir müssen irgendwie Solgaleo rufen. Der hat die Möglichkeit, irgendwelche Portale zu öffnen. So wie ich es richtig verstanden habe, und deswegen ist das Ziel, ihn aufzuspüren, auf dem Werk die Flöte spielen und dann mal gucken, was passiert. Ja, wir sind jetzt im Dorf des Seevolkes und ich kann ja schon mal sagen, wir werden heute
keinen einzigen Kampf haben, leider, weil dafür ist einfach die Folge wieder zu lang, wenn ich alles zeigen würde. Aber wir haben ja ganz, ganz viele Items, die wir abgrasen können und neue Pokémon. Ja, einer der Aufgaben des Inselkönigs ist es was? Ja, irgendwas zu bewachen, okay. Ja, wir sollen jetzt mit dem Inselkönig sprechen. Und wir bedanken uns bei Gladio. Aber das lag mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen. Ich muss es einfach loswerden. Als du damals zusammen mit Null das Ätherparadies verlassen hast, bin ich ganz allein mit Mutter und ihren Problemen zurückgeblieben. Das geht nicht. Wenn mir Pia damals nicht zur Seite gestanden hätte, dann, ich weiß auch nicht, hätte ich Selbstmord begangen. Ja, es tut mir leid, dass ich dich in diesen schweren Zeiten im Stich gelassen habe, aber ich kann mich einfach nicht entschuldigen. Aber ich musste einfach Null beschützen. Du wirst sicher daran gewachsen sein. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Also viel Erfolg euch beiden. Ja. Auch eine Art, sich zu entschuldigen. Tizi, du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen. Na, dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, aber ich sag's dir nicht. Auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon richtig darauf, mit dir zu erkunden. Das macht bestimmt sehr viel Spaß. Eigentlich bräuchte sie auch irgendein Pokémon, was sie trainieren kann. Wenn sie, ich sag mal, so darauf... Na, neidisch ist vielleicht das falsche Wort, aber sie freut sich ja mal daran, uns zu sehen. Na, mal sehen. Also wie wir eben auch mit einem Pokémon halt zu tun haben. Und da wäre es auch das Beste, wenn sie selber irgendein Pokémon hat, mit dem sie sich beschäftigen kann. Also außer Wölkchen. Dass sie sich als Trainer so ein bisschen beweisen kann. Wenn sie schon zu uns hinaufschaut. Ja, dann haben wir hier einen Düsterwang bekommen. Und wenn wir hier nochmal nach Malia City zurückgehen, in diesen komischen Zier- oder Tiergarten, kriegen wir nochmal einen Nugget. Dann, Professor Eich, sollten wir ein Snobilikat zeigen. Und genau das machen wir jetzt auch. Also alles das, was wir noch nicht abschließen konnten vor Pony Island, machen wir jetzt. Und dann schauen wir uns die Belohnungen an. Also für all diejenigen, die auch Sachen vergessen haben, könnt ihr hier sehen, was wir alles noch bekommen können. Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes dabei, vielleicht aber auch nicht. Wir kriegen hier irgendeinen Sympa-Ball. Und dann gehen wir rechts neben der Bibliothek hier in diese Räumlichkeiten. Und da war noch ein Knupsi, der uns das Zutraulich-Band gab. Wenn wir ein Pokémon an der ersten Position haben, mit einer Zutraulichkeit von 5 Herzen. Ob es irgendwas bringt, keine Ahnung, aber wir heimsen es auf jeden Fall ein. Dann nach der großen Prüfung können wir hier einen Leuchtstein kaufen für 3000 Pokédollar. In der anderen Edition müsste es dann der andere Stein sein, also ein finsternes Stein. Auf jeden Fall immer kostet es 3000. Dann haben wir hier im Modegeschäft, ebenfalls in Malia City, ihr seht es hier unten auf der Karte, einen Togedemaru mussten wir ihm zeigen. Und mal sehen, was wir von ihm kriegen. Ich glaube, es war ein bisschen Kohle, oder? Kann das sein? Kommt das hin? Ja, 10.000 und ihr seht schon, ich habe jetzt 250.000 Pokédollar. Davon werde ich mich nachher kurz mal einkleiden. Also nicht wundern, wenn ich irgendwann mit einem neuen Outfit erscheine. Und hier ist der eine Typ, wo wir noch das Alpollo tauschen konnten gegen einen Georock. Mache ich aber nicht, weil diesen Georock werde ich selber tauschen. Und ich habe einfach keine Lust, ein Alpollo zweimal zu fangen, weil wir müssen das Alpollo ja selber auch noch nach oben entwickeln und leveln. Dann haben wir hier im Ziergarten noch eine Dame, die fragt, wie der Teich denn hier aussieht. Und wir sagen, dieser Teich sieht aus wie ein Garados. Wenn man die Karte groß macht, fällt das definitiv ins Auge. Und dann kriegen wir von ihr nämlich auch noch irgendein Item. Es ist ein Luftballon. Damit bekommt unser Pokémon den Zustand Schwebe. Problem ist nur, wenn er einmal getroffen wird, ist der Luftballon auch schon direkt kaputt. Also finde ich dieses Item nicht gerade sehr, sehr sinnvoll. Oder ich habe irgendwas Interessantes übersehen, aber dann lieber gleich ein Pokémon mitnehmen, was generell schweben kann. Und eine Attacke, naja. Dann können wir hier noch irgendwas essen. Und wenn wir jetzt irgendein bestimmtes Menü auswählen, ich habe es leider verpasst hinzugucken, was ich da genommen habe, dann kommt der gute Yasuo und will mit uns gemeinsam essen. Das ist jetzt nicht das Spannende und ihr seht schon, das ist mein neues Outfit. Ja, ich kann das mit der Sonnenbrille einfach nicht lassen. Ich habe keine Ahnung warum, ich hätte sie vielleicht dann doch nicht nehmen sollen. Aber jetzt haben wir so ein richtig schönes Sommeroutfit. Gelb ist die Farbe dieses Sommers. Und Yasuo gibt uns dann, nur weil wir mit ihm essen konnten, ein paar Herzschuppen. Und ihr seht, mein Team hat da unten einen Vonera. Ich habe es nur mitgenommen, weil das ein Pokémon, das kann ich nur entwickeln, wenn ich ihm Zutraulichkeit schenke, irgendwann später. Und ja,
Brauche ich. Also ich werde mich jetzt erstmal auf die Pokémon fokussieren, die ich wirklich nur mit einer Zutraulichkeit nach oben entwickeln kann. Es sei denn, ich kann die irgendwann tauschen. Ja, was mache ich jetzt? Wir haben die Möglichkeit, nach irgendwelchen Tafeln zu suchen. Das heißt, wir müssen nochmal auf die erste Insel zurück. Ich habe gerade eine Hirntafel gefunden. Das heißt, wer auch die haben möchte, muss mal hier schauen, wo ich die finde. Laut dem Heftchen steht drinne, dass das auch Tafeln sind, die einfach nur Typenattacken verstärken. Ob die jetzt nur die Attacken mehr verstärken als die Items, die wir bisher schon hatten. Keine Ahnung. Drakotafel ist das erste Mal, dass wir überhaupt eine oder einen Gegenstand gefunden haben, der Drachenattacken stärkt. Aber als Beispiel, wir haben ja auch so einen Löffel gefunden, der Psychoattacken verstärken kann. Und wir finden auch irgendwo hier so eine Tafel, die Psychoattacken verstärken kann. Da würde mich jetzt mal interessieren, was ist denn jetzt da der Unterschied? Bei beiden steht da, stärkt Psychoattacken, nur welche mehr, welche weniger, oder haben die beide den gleichen Effekt? Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass dann diese Tafeln ein bisschen mehr und stärker sind, weil die einfach jetzt erst auch zu finden sind, konnten wir vorher gar nicht finden, und macht bestimmt Sinn, wenn man da einen höheren Bonus drauf gegeben hat. Naja, wir spielen jetzt hier in der Story weiter. Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Und wir treffen einen neuen Mann. Ich? Naja, ich bin der Oberhaupt des Seevolkes. Jawohl, das bin ich wohl. Ich halte den ganzen Haufen irgendwie zusammen. Das Seevolkes? Verstehe ich nicht. Wir sind doch hier auf dem Meer. Warum nicht Meervolk? Naja, aber ja doch. Schaut euch doch einfach mal um. Schiffe, Schiffe, überall wird hingeschifft. Was glaubt ihr, was die sonst hier machen? Na? Klärt das auch auf mir. Wir befahren seit Jahren die Meere der Welt. Immer auf der Suche nach neuen Wundern. Welt der Wunder. Und wenn wir dabei was Seltenes finden, dann bringen wir es hier nach Aloha, um damit zu handeln, um Geld zu scheffeln. Kohle, 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 Money, Money. In den Häfen der anderen Inseln mag mittlerweile mehr Betrieb herrschen, aber irgendwie zieht es uns immer wieder hier nach Pony. Hahaha. Nicht wahr, Pelipper? Aber was bringt euch her? Sammelt ihr Bären oder sowas? Naja, wir sind hier, weil wir dem Inselkönig einen Besuch abstatten wollen. Wir wollen stärker werden. Dem Inselkönig? Naja, wenn ihr den sucht, stattet ihr am besten der kleinen Harpo einen Besuch ab. Oh, Harpus hier. Es gibt nur ein einziges Haus auf der Insel. Lass mich mal überlegen, Harpus Haus. Ja, direkt davor steht so ein grobschlächtiges Pampros. Das findet ihr also ganz, ganz leicht. Grobschlächtig. Auch ein schönes Wort. Na sowas. Harpus also hier auf Pony? Mit einem Pony? Haha, das ist ja witzig. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Netter Fremder mit dem Schnurrbart. Ja, das ist übrigens im Way Gavin oder wie der heißt. Kommt hier, Sie mit etwas Glück, können wir Harpo und ihr Pampros wirklich in diesem Haus treffen? Naja, dann ist doch unsere Aufgabe schon mal klar. Bevor wir aber jetzt hier in neue Gefilde streifen, gibt's hier natürlich in dem Dorf des Seevolkes auch noch ein paar Items zu holen. Wenn wir hier nach unten links gehen, haben wir bereits zwei Leute, die uns einfach so irgendwas geben. Einfach so, wir müssen es nur ansprechen. Und dann mal gucken, was der uns Schönes gibt. Ja, ich weiß es nicht mehr. Lass mich da mal selber überraschen. Ja. Ihr seht schon, ich drücke die Texte ziemlich schnell weg. Also vorlesen kann ich es nicht. Ein Magmaisierer. Ja, ich habe keine Ahnung. Und ein Stromisierer. Das sind beides Items, die, ich weiß nicht, verstärken ein bestimmtes Pokémon? Keine Ahnung. Dann kriegen wir hier ein Aerodactyl. Auf jeden Fall steht bei der Beschreibung von Magmaisierer, dass sich ein bestimmtes Pokémon damit halt irgendwie anfreunden kann oder sowas ähnliches. Also ich könnte jetzt nochmal online nachgucken. Ach, mache ich wahrscheinlich auch. Vielleicht ist ja wirklich irgendein Stärkungs-Item. Vielleicht ist aber auch nur irgendein Item, was zur Entwicklung dient. Also wer es jetzt mal weiß, kann es ja mal bitte reinschreiben, weil ich werde es hundertprozentig vergessen nachzugoogeln und dann wird das Item irgendwo in die Vergessenheit geraten. Wenn ich jetzt so irgendein Pokémon habe, wo es was genau mit diesem Item was anfangen kann, naja, warum denn nicht? Also einfach mal kurz notieren. Und wenn wir hier essen, dann kriegen wir wieder ein paar Herzschuppen. Und ich weiß auch gar nicht, wofür wir diese Herzschuppen brauchen. Das ist genau wie mit den Kronkorken. Das sind so Items, da weiß ich, dass die existieren. Aber ich habe noch keine Ahnung, was wir damit anfangen können. Auch hier das Gleiche. Man könnte jetzt nachgucken, aber ich warte einfach ab. Irgendwann wird schon jemand existieren, der uns haargenau kleinstlich erklärt, was damit anzustellen ist. Ja, dann gehen wir mal auf die rechte Seite des Dorfes. Und hier sitzen wieder ein paar Personen.
die uns was geben. Sie fragt uns, ob wir ein Glückspilz sind. Ich sage, natürlich nicht. Und im wahren Leben bin ich es auch wirklich nicht. Wir kriegen Lucky Punch. Wieder ein Ausrüstungs-Item. Und wir kriegen von der Dame irgendein Raichium-Set. Wenn ich also ein Raichu besitze, habe ich ein Z-Kristall, was extra nur für Raichu entwickelt wurde. Auch das könnte ich mal testen. Ich habe immer noch kein gutes Donner-Pokémon. Ja, ich sag schon wieder Donner-Pokémon. Ich muss anfangen, da auch Elektro zu sagen. Ja, dann können wir hier rausgehen. Wir kriegen hier eine TM, das ist Lichtkanone. Und wir haben bereits hier die erste seltene Angelstelle. Natürlich machen wir das wie immer. Wir speichern ab und versuchen so lange hier zu angeln, bis wir das gewünschte Pokémon halt auch bekommen. Und mal schauen, welches seltene Pokémon sich hier in der Gegend auffällt. Oh, es ist ein Moruda, ein sehr interessant aussehendes Pokémon. Und ein Walmer. Walmer bekommen wir auch woanders. Aber hier ist eben die erste Möglichkeit gewesen. Und nach dem Kampf hat sie auch direkt mal Wonera entwickelt. Die erste Entwicklung müsste Wonera hinkriegen, indem es einfach nur ein Level nach oben steigt und dabei diesen ovalen Stein ausgerüstet hat. Der ovale Stein, den hat Wonera meistens sofort in der Hand, wenn man es gefangen hat. Ja, Zamancha, Nera, sehr schön. Jetzt gibt es hier oben noch eine Dame, die kann einem Drachen-Pokémon eine sehr mächtige Attacke beibringen. Klappt aber auch nur dann, wenn die Zutraulichkeit des Drachen-Pokémons auch so weit nach oben ist, dass da ein Okay steht. Naja, bei meinem Dragonier kein Problem. Die Zutraulichkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch gewesen. Und ihr seht schon, alles was eine ATK von über 100 hat, ist ja eh mächtig. Und die 90 Genauigkeit, ja, das ist okay. Nachteil der Attacke, es senkt halt enorm den speziellen Angriff. Wenn ich mich jetzt da nicht verlesen habe. Aber es reicht, um zumindest eine dicke Attacke auszulösen. Und wenn ich danach eben umsteige auf physische Attacken, ist das ja auch okay. Dann kann man den ruhig mal bringen. Haut zumindest auf jeden Fall rein. Also so als Notfall oder als Ass im Ärmel kann man die Attacke definitiv ganz gut gebrauchen. Ja, Draco-Meteor, die Dame sagt es auch schon. Ist eine sehr, sehr mächtige, wenn nicht sogar die mächtigste Attacke. Aber ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Mit diesen Attacken habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Ich weiß, dass jedes Element eine stärkste Attacke hat. Ob jetzt Draco-Meteor die dickste Attacke ist von dem Drachentyp, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt das erste Gebiet, was wir erkunden können. Und viel mehr werden wir gar nicht schaffen. Ja, und schau mal einer an. Direkt nachdem ich hier die paar Trainer, die sich auf der ersten Route der neuen Insel uns gegenüberstellen, konnte ich auch direkt mal meinen Charnera weiterentwickeln. Obwohl die Zutraulichkeit gar nicht so nach oben gebracht werden konnte. Jetzt habe ich einen Hytera. Und es müsste ausreichen, wenn die Zutraulichkeit noch nicht mal bei 2 ist. Also, da habe ich mir gedacht, das wird ein bisschen länger dauern, um die höchste Entwicklungsform zu bekommen. Naja, dann machen wir als erstes genau das, was wir immer tun. Wir sprechen genau den Trainer an, der alle anderen Trainer besiegt sehen möchte, bevor wir gegen ihn antreten können. Ja, der Kampf, der war jetzt auch nicht wirklich interessant. Ich habe kurz überlegt, ob ich den zeige, aber ihr seht es ja auf der Uhr. Wir haben schon wieder fast 20 Minuten rumgebracht. Und hätte ich jetzt den ganzen Kampf gezeigt, naja, dann wäre wahrscheinlich auch schon wieder eine halbe Stunde draus geworden. Und die Kämpfe, die sehr einfach zu gewinnen sind, sind ja sowieso nicht zum Zuschauen so cool, dass man da in die Hände klatscht. Deswegen hier wieder alles abgekürzt. Es gibt ein paar Items, 3 sind versteckt. Wir kriegen einen Wiederball. Da oben seht ihr schon, da ist noch ein kleines Pokebällchen mit einem Zygarde-Element, was wir später einsammeln werden. Und das allerletzte Item befindet sich ganz, ganz hoch im Norden der Küste. Hier auf diesem kleinen Küstengebiet ist auch nochmal diese eine komische Reislaus, die warum auch immer gar nicht jetzt hier aufkreuzte. Na egal, wir gehen aufs Wasser, holen uns ein paar Items und dann kann ich euch schon mal sagen, hier auf dem Wasser gibt es ein seltenes Pokémon, das ist Lapras. Ja, wir reiten zwar auf einem Lapras, aber wir haben noch keins gefangen. Und es ist selten. Das Problem bei Lapras ist, es kann die Attacke Abgesang. Abgesang heißt, nach 3 Runden geht unser Pokémon K.O. und Lapras selber geht auch K.O. Und dann müssen wir sehr, sehr fix sein, um es fangen zu können. Weil wenn wir es nicht schaffen, innerhalb dieser 3 Züge
Labras zu fangen. Es sei denn, wir schaffen es irgendwie, den Schlafzustand oder sowas draufzubringen, dass es gar nicht erst auf die Idee kommt, die Attacke auszuüben. Dann geht's natürlich auch. Aber ich wusste es ja nicht. Am Anfang weißt du es ja nicht. Und da es ja sehr selten ist, möchte man es ja schon beim ersten Mal auch fangen. Weil sonst kriegt man richtig die Kotzerei. Und da habe ich Schwein gehabt. Ich habe dann zum Schluss einfach den Levelball genommen, weil meine Pokémon waren ja gegenüber dem Pokémon von, also dem Pokémon-Level von Lapras, sehr, sehr hoch. Und hat ausgereicht. Es hat Gott sei Dank ausgereicht, um es zu fangen. Da war Relikan-Fang hier, was wir gerade gesehen haben, etwas schwieriger. Dann haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, auf irgendwelche Wasserstrudel zu stoßen. Der Tipp, abspeichern. Denn hier befindet sich ebenfalls ein seltenes Pokémon. Es ist Wailord und das bekommen wir auch nur hier. Müsste man jetzt sicherlich nicht fangen, weil es reicht ja aus, wenn wir einen Wailmar bekommen und den einfach so weit nach oben leveln, dass wir den entwickeln können. Es sei denn, Wailord entwickelt sich auch nur durch eine bestimmte Voraussetzung. Aber ich glaube nicht, oder? Was sehe ich da gerade Mist? Na, keine Ahnung, aber ich glaube, dieses Pokémon müsste sich nur durch reinen Levelaufstieg nach oben pushen können in der Entwicklung. Ja, dann haben wir hier einen Sonderbonbon bekommen. Boah, davon müsste ich auch mittlerweile so viel haben, bestimmt so 11, 12. Was sehr, sehr nice ist. Denn da brauche ich ja bloß abwarten, bis irgendein Pokémon mal auf Level 85 ist. Und dann wird definitiv eins so weit nach oben gepusht, dass da die Level 99 steht. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das Level der anderen Trainer, so Level 70, Level 80, Level 90 oder 100, was sie ja nicht haben, ob sie dann noch einen Stich sehen gegen mein Pokémon, was ganz, 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 ganz weit nach oben ist. Naja, mal sehen, mal sehen. Ja, wir haben hier auch sehr, sehr viele Bärchen. Und ich sollte mir die Beeren auch mal angucken, denn ich habe ja die Möglichkeit, in diesem Pokémon Resort ganz viele Beeren einzupflanzen. Nur spiel mit denen halt nicht, denn einem Pokémon in die Hand geben, das mache ich überhaupt nicht, weil dafür haben wir andere nützliche Items. Da halte ich dann immer die Beeren für eine Verschwendung. Ja, jetzt haben wir hier ein Granbull und ein Owei. Auf das Owei habe ich mich schon eine ganze Weile gefreut, denn ich habe ja noch einen Blattstein, haben wir ja vorausschauend gekauft. Und wenn wir jetzt diesen Blattstein auf Owei drauf wirken, entwickelt es sich. Und lieber mache ich das jetzt, dass ich den Pokédex schon mal ein bisschen weiter pushen kann, anstatt zu warten, bis wir vielleicht irgendwann die Chance haben, Kokowai fangen zu können. Super, haben wir das schon mal geschafft? Ja, wir sehen zwar leider nicht sein Gesicht, da ist der Hals zu lang, aber egal. Und jetzt am Schluss der heutigen Folge gucken wir uns mal an, wie wir uns einen Snubbull zulegen können. Ja, denn wir können leider keinen Snubbull fangen. Das heißt, wir sind gezwungen, ein Granbull, einmal weiblich und einmal männlich, abzugeben im Pokémon-Hort. Oder wir kriegen es eben durch einen Wundertausch, per purem Zufall oder was auch immer. Und dann brauchen wir bloß noch mal kurz nach draußen stiefeln, um zu gucken, ob unsere Granbulls sich gut verstehen. Wenn die sich gut verstehen, kriegen wir auf jeden Fall ein Ei. Das wird ausgebrütet und dann haben wir eben unser Snubbull. Ja, und das war's dann auch schon für die heutige Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir vielleicht sogar schon die nächste Inselprüfung schaffen. Und da wird auch wieder ein bisschen mehr gekämpft. Und bis dahin, alles Gute und drin gehauen. Tschüss.